Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grausig gemeinsam durchgelitten Staffel 2. Wir konnten die Nun, Tür nicht mehr erreichen. nein, wir haben es jetzt eine Weile probiert, bis uns das zu doof war und wir mal kurz nachgeguckt haben, ob das überhaupt eine Tür ist. Und wir haben nachgeguckt und da stehen halt einfach nur, ja, man kann alles erreichen, was wir halt da unten erreicht haben. Und dann erstmal nichts mehr. Das heißt also, da steht auch nicht genau, ob das jetzt auch eine Tür ist oder nicht, oder ob es einfach nur da steht, aber da steht einfach nur, wenn man das alles erreicht hat, was wir erreicht haben, dann erstmal wieder weg. Dort. Das heißt also, wir sind sozusagen da fertig. Ja. Und jetzt kommt das nächste Ding. Wir haben uns gefragt, diese blöden Karrieren, das kann doch nicht sein. Wir haben jetzt schon so viele erfunden. Wir haben dieses Werkzeug dafür. Es muss doch einfach irgendwo gehen. Ja, aber etwas, was wir ganz vergessen haben, ganz kurz vorher, wir haben eine neue Waffe. Ach so, ja. Ludwigs heilige Klinge. Wir haben ja diesen strahlenden Silberabzeichen bekommen. Eine übliche Trickwaffe von Jägern der Heiligen Kirche. Man sagt, das Silberschwert wurde von Ludwig, dem ersten Jäger der Kirche, benutzt. Bei Transformation vereinigt es sich mit dem Schwertscheide zum Großschwert. Es weicht in mehreren Punkten vom Entwurf der Werkstatt ab, was darauf deutet, dass die Kirche viel größere unmenschliche Bestien erwartete. Ja, also das ist wahrscheinlich dann die nächste Woche, wenn wir uns die mal angucken werden. Auch wenn so unser Hammer von der Oh. Stärke her meines besser ist. Was? Der Zylinder. Ach ja, wir kommen noch zu den Zylinder. Ja, und dann jedenfalls, was du gerade andeuten Ja, also wie wolltest. gesagt, wir haben halt uns gefragt, also es kann ja nicht sein. Bogenzylinder. Finde ich irgendwie cool, die haben richtig kleine Brax. Nee, sieht nur so aus. Auch finde ich aber cool, die Zylinder, richtige Zylinder, nicht nur diese Kirchenhüte, die wir haben. Ja, und dann haben wir jedenfalls unseren bisher größten Erfolg gefeiert. Ja. Ja, das Besiegen der bluthungrigen Bestie und von Amelia war nichts dagegen. Nein, Also nein. sehr ich dich auch bewundere dafür, es war nichts dagegen. Aber ich lief dann hier so rum. Während ich noch gerade vorgelesen habe, es gibt hier im Traum angeblich einen Erinnerungsaltar. Ja, und in dem Moment wollte ich mich hier hinknien und beten. Und dann steht es da. Karirun lernen, um unheimliche Stärke zu erhalten. Guck mal, wir können Runen einsetzen. Schwurgedächtnis, okay. Drei Runen können wir einsetzen gleichzeitig. Also auf jeden Fall mehr Mehr Blutung. Echos. Das Mond kommt rein. So. Dann nächstes. Was machen wir da rein? Oh, das wissen wir noch nicht, was das jetzt. Ja. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wa? See. Ja, und dann eine Pione mehr. Oder mehr Blutechos von Eingeweiden Eheangriffen. Angriff. Achso, wir mehr Blutechos sind dafür, wenn wir, wenn wir Eingeweideangriffe machen. Ha. Also mehr Blutfiolen, weiß nicht. Kann beim Boss mal nützlich sein. Kann, Eine aber Blutfiole kann gerade das kann dieses. man dann jetzt nur dann noch umrüsten, aber so generell finde ich, ist das hier erstmal Erstmal besser, wa? Ja. so. Erbe, See, Mond. Wir sind ein Seeerdenmond. Ja, das haben wir jedenfalls gefunden. Und jetzt können wir Sind euch wir mal denn ganz ausgerüstet? Nur kurz ja. Inventar. Also Status. Hast rechts. Ja, da sieht man es, die Zeichen. Okay. Ja, jedenfalls, das war das, was wir kurz mal nachgeguckt haben. Das heißt also, runterdroppen bringt nichts mehr und wir haben den größten Erfolg aller Zeiten verbucht. Wir sind die blindesten aller blinden Blindfische, die es auf dieser Welt gibt. Wenn es dafür ein Achievement geben würde, würde dieser jetzt gerade da oben einploppen. Ein Achievement erlangt, die größten Blindfische, die es gibt. Es tut uns leid, wahrscheinlich habt ihr es schon seit, ich weiß nicht, seit wie lange wir dieses Werkstattzeug haben, seit 10 Folgen oder so, Vor habt ihr allem. schon drunter geschrieben, ihr Dummbatze, ihr lauft gerade um diesen Altar herum. Vor allem das Ding ist, es hätte tatsächlich sein können, wenn wir diese Seerune schon drin gehabt hätten, dass ich diesen letzten Angriff von der blutungen Bestie überlebt hätte. Gerade so mit Gerade einem, da so. hättest du den Schlag doch noch Ja, ausführen können. das ist gerade für mich. Obwohl ich glaube nicht, weil du warst ja in der vollen Kombo von den Viechen. Ja. Also. Aber jedenfalls, was wir entdeckt haben, diese nette Lady kann sich nicht nur verbeugen. Das ist sehr höflich. Ja, ist ja sehr höflich. Höflich ist Sondern höflich. dann dachte ich, beklatsche ich sie mal, weil sie ist immer sehr nett. Ja. Und da klatscht sie zurück. Und nicht nur das, sie hat noch einen weiteren Move drauf. Aber wir müssen zeigen, das ist so schön, wenn man hier so voll abgeht. Yeah. Dann weiß sie nicht so recht und denkt sich, toll. Und Jetzt ist er. jetzt kommt noch das noch Bessere, was ich sehr, sehr lustig finde. Ich glaube, das war für Freude, war das. War eins daneben. Freude. Woo! Ja. Einfach nur dieses, das ist irgendwie so, finde ich irgendwie schon putzig von ihr, wie sie so leicht so den Kopf oder so. Hä? Was soll das? Warum freut er sich jetzt?
Das war cool. Ja. Also, wir wissen schon mal, Fallen bringt nichts. Wir sind blind wie sonst was. Und jetzt, ja, jetzt geht's weiter in ein anderes Gebiet. Wir haben ja diese Bestie da getötet, die leider die arme Dame umgebracht hat. Ja, wir haben jetzt den Weg frei im Wald weiter. Wo geht's eigentlich im Wald jetzt weiter? Dann haben wir gerade die Abkürzung freigeschaltet. Da kam uns ja gerade das Schlangen-Medusa-Hyperviech entgegen. Stimmt, genau, da sind wir gerade. Also Wald weiter, Gefängnis weiter oder aber zu der kleinen Kathedrale zu diesem Mottenviech. Ja. Diese drei Wege haben wir jetzt offen. Oder vor allem im Wald gibt es ja einmal den Weg noch weiter und die Gifthöhle. Also haben Ja. sogar vier Wege offen. Also ich votiere gegen das Mottenviech, Ja. weil wir sehen es auch da an dem ersten Ort, wo es sich geschnappt hat, sehen wir es nicht. Was heißt, es spricht nichts dagegen, dass das jetzt Naja, sagt, oh, er hat einen Stein. doch, ich denke schon, dass es gerade das sein Aber wird. ich meine, beim Stein steht. Dann nutzt es aber besitzt eine seltsame Schwerkraft, die Befreiung verhindert. Eine Ja, dubiose da Seele eben. sagte Die einst. Befreiung verhindert. Ja, aber hier steht, geht rechts, also er hat gesagt, geht dorthin. Die Gabe der Gottheit wird euch Kraft gewähren. Vielleicht ist das wie eine Gottheit hier. Aber das mach ich. So, du gehst jetzt da los. Gefängnis oder Wald? Du hast gesagt, Motte willst du nicht, Motte mach ich. Gut. Also machst du jetzt Gefängnis oder Wald? Wald hast du sogar die Auswahl zwischen Toxinhöhle und normalen Weg weiter. Was war jetzt? Gefängnis. Gefängnis! Du willst Gefängnis machen, okay. Passt mir ganz gut, weil du hast schon viel zu viel Spielzeit wieder aufgeholt. Ja, ich dachte mir auch, wenn ich jetzt schon nicht aus der Motte raus Feiglinge, dann muss ich zumindest die Chance gewähren. Vom alles hat angefangen damit, dass mich diese eine Falle erledigt hat. Damit hat alles angefangen. Ja. Und dann hat die Gifthöhle, wo wir Wein Ja, am das Wasser ist weg genau wie sind. damals bei Dark Souls 2, wo dich gleich am Anfang der Folge dieser Typ runtergehauen hat und ich gesagt habe, ach komm, spiel weiter. Da dachte ich auch danach in der Folge, das kann alles nicht wahr sein. Jetzt spielt er hier 5 Folgen am Stück einfach. So, ja. Also, da sind wir wieder. Ich dachte ganz kurz, hä, Moment, das sieht aus wie hier, wo wir diesen Grabstein weggeschoben haben. Aber Ah! du hast Ja! deine Knöchel Am erwischt. Fuß erwischt. Aktiviere unsere Ich hätte Laternen. vielleicht meine Top-Cocktails mitnehmen sollen. Oh. Verdammt. Jetzt komm halt! Ich bin gleich da. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich frage mich wirklich mit dieser netten Kirchenlady, was wäre, wenn wir die jetzt in die Kapelle geschickt hätten? Da hätten wir mit ihr sprechen können und so. Ich sagte, Josefka ist böse. Die ist bestimmt. Das war toll, dass er wieder abvisiert, gerade bevor. Naja. Sind wir hier das erste Scheitern von Grauton gegen eins dieser Kreaturen? Schubs nicht. Oder auch nicht? Mann, Mann, Mann. Außerdem können wir die hier farmen, Zwillingsblutstein scherben. Stimmt. Und wir brauchen noch zwei. Ja, dann. Totschlagargument. Wir können Tot. hier farmen. Ja, Wir brauchen noch zwei. wir können. So, den ersten Treffer gleich mal setzen. War hier noch irgendein anderer Weg hier im Gefängnis? Ne, war nur Aber hier lang, wa? eigentlich. Das geht auch. Machen wir mal. Da kommt eh gleich angesprintet. Oh, da versucht er dich zu kicken und stirbt. Bosskampfraum. Sieht voll danach aus. Gefahren, ich gehe. Nein, du brauchst noch eine. Oh. Ja, das ist wieder so ein Viech. Nicht greifen lassen von dem Viech. Sieht so heftig auflösen. Kiesel! Woo! Ich Kiesel, hätte die Kiesel. Molotows mitnehmen sollen. Naja. Aber du doch nicht. Du kannst es auch alles ohne Molotow. Ja, besonders den vor der Kathedrale hätte ich locker ohne Molotows besiegt. Ja. Ich wollte nur, dass es das schneller Ja, geht. genau. Das ist noch zwei, drei. Ah, hier geht's wieder raus. Na, aber hier drin. Ach halt doch, es kommt den anderen Weg noch aus dem Gefängnis raus. Stimmt. Naja, gut, aber jetzt wissen wir nicht, hier geht's raus und auf dem anderen geht's Ja. raus. Also, ja, das ist dann jetzt. Aber du musst drauf. Irgendwas ist. Ach, Ach Gott, Schweinchen. Ich habe gerade sonst was gedacht. So, das Weg kommt. Ein weiteres Hi. Schweinchen. Na Mensch. Ist er gerade in die Wand geprallt? Geht's dir gut?
Okay, kann vergiften. Das kannst du aber vorher auch schon. Kannst du? Ja. Boah! Zählt deutlich mehr aus. Permatime! Heute gibt's der Schnitzel. Oh yeah! Boah! Lecker! 3500 bringt das eine Vieh. Schon nicht schlecht. Das hat aber echt coole Atmosphäre. Ja, große, helle Vollmond. Was ist das? Ich weiß nicht, irgendwas. Kann das sein, dass der Typ gleich schießt? Ist das ein Jäger mit zwei Hunden? Ach nö. Oder so ein Leichen, ist ein Leichensacktyp mit zwei Hunden noch. Hunde, zu mir! Gibt's dazu, ihr habt alle entführt, oder? Ich weiß es, ihr habt bestimmt alle die gesamten. Zu Dorf mir, oder? Sagte ich. Dann nicht. Ja, jetzt kommt ihr natürlich. Ach, das sind die Hunde, die aus den einen kleinen Waldstück da. Zur Knochenstraße. Ja. Die Musik gerade kurz so aufgedreht? Generell, und die Musik gerade so aufgedreht ist. Keine Ahnung. Lade dich auf, lade dich auf. Die Musik hört sich gerade an, als ob wir beim Bosskampf wären. Au! Oh Gott, der hat einen Trickschlag. Oh, da hat er dich. Nein! Der Feind, gegen den ich stets unbesiegt war, hat dich besiegt. Und wieder mit so... Ich hasse diese Trickschläge, wenn man denkt, okay, komm, wo ist vorbei? Nee. Vor allem, wenn man wirklich so... Du bist tot. Er kann die Handauflegungsexplosionstechnik. Ja. Weißt du, was ich jetzt mache? Du gehst zur Motte? Ja! Da gehe ich jetzt hin. Ich will sehen, ob ich jetzt wieder zu Tode gegriffen werde. Oder ob was anderes passiert. Warum tue ich das? Wenn ich jetzt zu Tode gegriffen werde, bist du gleich wieder dran. Aber wenn nicht, dann erlangst du die Macht einer Gottheit. Dann kannst du behaupten, die hättest jetzt nur du. Erinnert dich das Tier auch irgendwie an Alien? Ja, vor allem erinnert dich das Tier nicht irgendwie an das, was dich gegriffen hat? Mhm. Kann es sein, dass dieses Tier hier der Endgegner ist? Unter Umständen. Ich wollte sagen, dann kannst du behaupten, dass nur du die Macht einer Gottheit hättest. Oh ja, siehst du, deswegen gehe ich dahin, weil ich die Macht einer Gottheit hätte. Wenn du dann am Ende irgendwie 12-3 gewinnen solltest, sag ich ja, das ist ja wahr, unfair, du hattest die Macht einer Gottheit, ich nicht. Ja, das ist ja auch die ganze Zeit holen können, was du zur Folge führst. Aber ich wollte dir das erneute Aufeinandertreffen ja, mit deinem Lieblingsdienst. Natürlich. Wie gehe ich nochmal hin? Große Kathedrale. Aha, jetzt lohnt sich mal die große Kathedrale. Wir gehen zurück zur Heimat unserer Ex-Frau. Oder deiner Ex-Frau ja eigentlich. Ich war ja nur... Ich habe das nie akzeptiert. Ich habe Amnesie. Ich muss sagen, die Folgen fand ich trotzdem schön, wo wir da ja gegen sie kämpfen, auch wenn man total verzweifelt war. Wenn in der Liebe! Ich glaub's immer noch nicht ganz, dass wir wirklich hintereinander weg in den ersten 2 Folgen beim Bosse, die wir die gesamte letzte Session nicht geschafft haben, platt gemacht haben. Andererseits, wir finden jetzt die gesamte Session über keinen einzigen anderen Boss. Okay, das eine Viech war eigentlich ein Boss. Aber wäre es ein Boss, dann hätte er keinen Sweet Spot gehabt wie der. Das stimmt wohl. Sieht es auch düster aus, ne? Ja, also stell dir das mal vor, auf dem engen Kampfgebiet, was du hast, wenn der sich da am Ende voll aufgehalkt hat und da Blitztornados und rein theoretisch, nehmen wir an, wir hätten jetzt ihn nicht irgendwie gesagt, geh da und dahin, sondern hätten ihn da gleich sofort aufs Maul gegeben. Da hättest du eine große Kampffläche gehabt. Aber dann ist es trotzdem nur noch heftig. Das stimmt. Hm. Ist das alles traurig. Ha, mach uns Gesicht erwischt. So. Ja, ihr merkt, die Kirchenbrüder des Wahnsinns haben schon aufgehört zu reden, haben keinen Bock mehr. Oh, ich hab sie vergessen gerade. Haben langsam eingesehen, dass das keinen Sinn hat. Ja, wir wollen nicht zur Wahnsinnskirche. Und das für die Kapelle zu sein. Warte mal, du kannst hier irgendwo noch droppen, da ist noch ein Item. Ja, ja, du hast recht. Da. Da sogar. Drop? Stimmt, wir können sogar die Menschen hier mal fragen, was jetzt los ist. Wir haben auch noch welche. Und da drüben Raben?
Naja. Ja, da liegen Raben. Scheiße. Hm. Rasendes Kaltblut. Waren hier nicht irgendwelche Gegner? Die Jäger. Ach, die sind da. Und noch irgendwas? Ja. Unten kommen die Axttypen und Schützen. Na, stimmt. Okay. Knack, knack! Ich glaube, ihr geht's gut. Knack, knack! Hm. Knack, knack! Ihr hört so warm und erfreut sich am Leid anderer. Ein wenig. Knack, knack! Dem geht's gut. Dem geht's gut. Der lacht. Oh, jetzt hat er noch. Und? Naja, fast. Okay, dann wissen wir schon mal, die sind leicht durch. Aber in Sicherheit. Aber in Sicherheit. Falsche Richtung. Ich gehe nochmal ganz kurz, ob da noch irgendwas mit dem Rahmen ist. Weil warum sind da bitte Rahmen auf dem Dach? Damit du, falls du am falschen Punkt stehst, dich erschrecken kannst, weil sie runterspringen. Ich glaube, bin mittlerweile fest überzeugt, dass sie einzig und allein dafür da sind. Zum Erschrecken? Ja. Bin ich hier richtig gerade? Ja. Ach ja, hier. Also kann er da rüberlaufen, oder nicht? Oder auch nicht? Ach nee. Ja. Komm mal. Das scheint echt nicht zu sein. Ja, die sind dafür damals erschrecken, die Assis. Die bösen Viecher. Na gut, dann halt nichts. Hell auf, zu der Motte. Oder was auch immer das für ein Wesen ist. Oh mein Gott! Neuer Feind. Der war nicht immer da. Er sperrt so wieder so ein Ihmchen. Also hast du gesehen, die sind leicht machbar. Wenn sie auflädt, einfach nochmal. Oh! Es sei denn, er, also während er sich auflädt. In der irgendeiner Angriffsphase nochmal ihn das reinsammeln und. So. Also sie sind echt eigentlich nicht. Ja. Die machen halt heftig Schaden. Wenn sie eine anfingern, dann. Dann ist man was tot. Dann ist man tot gefingert. Oh Gott. Siehst du da unten die Jäger vom Fahren noch? Ja, alles noch da. Ach, jetzt hat er es doch gemacht. Gerade noch so hinbekommen. Was war das denn jetzt? Au! Nein! Was im Rahmen ist zum Motto schaffen? Das ist hier die große Frage. Drecksvieh. Nur wenn mal so einfällt. Ja, noch eine Pistole. Okay, das bringt gar nichts. Ja, wenn du nicht dann drauf schießt. Aber ein Molly kann, oder so kannst du ja. Ah. Der hat dich gesehen. Oder? Hat er? Bin mir nicht sicher. Hat er nicht? Hat er nicht. Gut. Schnauze! So! Nicht mal jetzt befolgt er deine Anweisung. Mach doch. Oh. Ja, stimmt. Oh. So, habe ich jetzt genau die Schrotflinte habe ich. So, Tendula, komm mal her. Hau ruck. Tschüss. Hey du da. Und wenn du schnell bist, kannst du das Viech rechts von ihm noch machen. Jawoll! Jawoll! Zwei Zwillingsflutsteine. Ah, wenn ich die Axt aufrüsten von mir deppen. Ach stimmt, war ja gerade kurz im Traum. Na, jetzt bin ich gespannt. Ich werde bestimmt sterben. Ausrüsten kann man ihn nicht, ne? Aber vielleicht kann man ihn da auf das Ding in der Mitte legen, das kann schon sein. Und dann sagt die Gottheit, ey, Bro.
Augen zu gut durch. Oh, am Ende der Folge wird's nochmal spannend. Hallo! Ich hab einen Stein! Ja, hier draufstellen, würde ich sagen. Nee. Stein? Hat schon mal nichts geändert. Ich weiß, wenn ich über der Tür bin. Okay, ich glaube, ich muss mich packen lassen. Greif mich! Nimm mich in deine Arme! Oh Gott, bitte nicht! Ich hab's dir gesagt. Aber du lebst. Oh, okay. Es lacht. Oh Amygdala. Oh Amygdala. Have mercy on the poor bastard. Was zur Hölle? Wir haben uns ins nächste schlimme Gebiet gebracht. Ich sehe es kommen. Scheiße. Okay, aber Chapeau, du hattest recht. Oder das Geheimnis ist einfach, dass du ihn überleben musst. Nee. Unterrichtsgebäude. Albtraum-Unterrichtshörsaal. Oh, das ist was nicht passieren muss. Das ist ein optionales Gebiet und das ist eine Lampe. Ein komplettes, optionales, neues Gebiet. Oh, mach die Lampe an. Ja. Okay, und in diesem neuen Gebiet werden wir uns beim nächsten Mal umgucken. Ist hier Tisch hier irgendwie? Ja, Unterrichtsgebäude halt, ne? Was wird hier unterrichtet? Bestienkunde. Werden hier Jäger ausgebildet? Vielleicht. Erstmal alles kaputt machen. Ja, oder? Dieses neue Gebiet gucken wir uns aber beim nächsten Mal an. Wir werden offscreen nochmal unsere Waffe upgraden. Ja. Und ja. Oh, guck mal, wir haben 11 Einsicht. Yeah. Also war es wirklich richtig mit dem Stein. Mit dem Stein kann man das Viech machen. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Gauton. Und euer Ramen. Ciao.